Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Rogue. Wir haben dort vorne ein Fort und ich muss zugeben, dass ich bloß noch 10 Mörserkugeln habe. So eine Scheiße, das fällt mir erst gesagt jetzt gerade erst auf. Woher, wenn ich die Folge beginne, na geil. Okay, Leute. Aber nichtsdestotrotz wollen wir jetzt dieses Fort dort einnehmen. So, jetzt aber mal rein damit. Mit den Dingern. Oh, da ist Treibgut. Wir können Treibgut aufsammeln. Ah, und die gehören auch. Nein, die gehören nicht zu uns. So. Dort hinten. Die schießen auf uns. Kann das sein? Die schießen aber mal sowas von auf uns. Das müssen wir nicht ertragen, würde ich sagen. Nicht verzagen. Vor wegschießen. Mal gucken, wie viel das Schaden macht. Oh, das Ding ist weg. Oh, das hat gereicht. Die Bomben, die machen richtig Schaden. So, die Mörser sollten auch ihren Job erledigen. Ja, Schwachstelle, Scheiße, Schwachstelle, die mache ich so weg. So. Halt. Jetzt noch so einen. Und noch mal so einen Angriff. Huch, nicht kaputt. So, den überleben sie aber jetzt nicht mehr. So, tschüss. Ah, da ist ja noch einer. Das ist ja noch ein Vor. Noch ein Turm. Interessant. Schön zu wissen. Dann mal drauf, meine Freunde. Tschüss. So, lala. Das Vor beim letzten Mal ging ein bisschen schwieriger. Weil wir da noch nicht so gut ausgerüstet waren, natürlich. Was? Nein, so ein Schmarrn. Weil das halt stärker war, das Fort. Es war anscheinend stärker gepanzert und hat uns auch richtig viel Schaden gemacht. So. Einmal andocken und dann hier rüber. Wir regeln das schon, wenn die Türe offen wäre. Da hinten können wir rein. Ah, Notdurft. Oh, da geht's unten durch. Ich würde mal sagen, die haben da ein Loch. So, es wäre zwar jetzt lustiger gewesen, wenn ich das Ding angezündet hätte. Ohne dass die weg gewesen wären, aber so ist auch ganz lustig. So, da. Da oben ist ein Schütze. Ah, shit, jetzt hat er mich im letzten Moment noch gesehen. So, tschüss. Einmal plündern, bitte. So. Ah, fix. Ja, Alter, war der Scheiße. Einmal nachladen, bitte. Waren die Schüsse jetzt gerade scheiße? Schafft er wieder nicht das Attentat. So, aber jetzt. So, da. Wo ist denn der Typ? Der mich da sieht. Ui. Okay, naja. Kümmern wir uns nicht um die. Kümmern wir uns eher um die, die wir ausschalten sollen. So. Oh, kommt mal her, alle. Eins. Und zwei. Ah, da oben sind noch Pulverfässer. Na komm, geh da rüber. Shay, du kommst jetzt aber rüber. Wo ist denn hier die Truhe? Hier liegt doch irgendwo eine Truhe im Argen. Wir machen es wie letztes Mal. Erst den, dann den. Und damit hätten wir das Fort erobert.
So, und damit hätten wir das Gebiet hier auch. Ja gut, ist nichts Neues dazugekommen, aber das vorhaben wir. Nee, ich wollte ja eigentlich noch in dieses Gebäude rein, Freunde. Da müsst ihr mich jetzt nochmal reinlassen. Denn hier ist erstens eine Truhe. Zweitens unsere Bank. Nee, scheiße. Zur Flotte wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na, die Seekampagne, die mache ich, offscreen, oder? Ja, komm, das machen wir jetzt noch. Jetzt haben wir so eine geile Schlacht gehabt. Jetzt machen wir auch noch die Seekampagne. So, die reparieren wir. Die indiskret. Ich auch. So, reparieren wir mal die Schiffe hier durch. Trident braucht's auch noch. Sussex sowieso. So, oh Gott, Duke. Die ist fast im Arsch. Victoria, okay. Schlag. Oh. Ich würde mal sagen, Feuerfass ist notwendig. Damit wir hier ein bisschen besser dastehen. Ja, komm, das werden wir schon schaffen. Also so ist es nicht, dass wir jetzt die Dringer da nicht wegkriegen. So, da, riskant nur noch die Route. Also sichern wir sie nochmal. So, die ist schon wieder im Arsch. Und die auch. So, dann beginnen wir mal. Naja, komm. Zwei Schoner in ein Kanonenboot. Können wir getrost überspringen. Das sollte doch hinhauen. Na. So, damit wäre die Route sicher. Mission wählen. Ich würde mal sagen, du fährst weg. Wir haben viele neue Missionsziele. Siena machen wir schnell mal sicher. Consolante. Und dich. Holen wir wieder auf... Ne, holen wir Vordermast? Ne. Bringen wir auf Vordermast. Ne, Vordermann. Vordermast ist was anderes. Vordermast ist ganz vorne, ne? You don't say. Damit können wir hier die Mission wählen. Und zwar machen wir die indiskret. Oder warte mal, kann auch hier so einer... Ja, komm, Victoria. Weg mit dir. Barbados wäre das nächste. Dann zeigen wir hier auch ein bisschen was von diesem Wirtschaftssystem, ne? Obwohl das Wirtschaftssystem ist eigentlich was anderes, aber so als Nebenmission hier. Das Ding. Ja, Schlacht beginnt, Schlacht endet. Erfolgreich für uns. Ja, Route ist sicher. Barbados, die rote Sonne von Barbados. Für dich und mich scheint sie immer noch. Schlacht beginne bitte. Ich weiß, dass die indiskret ein bisschen Schaden genommen hat. Aber das heilen wir jetzt gleich erst. Routenrisiko sicher. Kampffront zwar. Ja, muss Karibu raus. So, tschüss. Und wen hätten wir noch? Havanna hätten wir noch eine, ein Ding. So, die heilen wir ein bisschen. Du kommst her. Und die Trident. So. Auf geht's. Ja, das wird jetzt schon ein bisschen interessanter. Wer da jetzt zuerst stirbt. Okay, eine Brick wäre weg. Jetzt kommt der Schoner. Bin ich gespannt. Das ist ja ein Witz. Der Schoner ist weg. Ist da auf die Brücke. Mein Gott, die schießt daneben. Ja, und die indiskret versenkt das jetzt. Das Ding. Sieg. Okay, damit wäre die Route nur noch riskant. Wir sichern sie noch einmal. So, indiskret hoch. Heilen.
Man sollte Triton schwach beginnen. Ah ja, mein Gott, gegen einen Schoner. Wir kommen ja niemals zum Zug. So, weiterspielen. Mission wählen. Und zwar geht die Sussex raus. Lagos hätten wir noch. Gefährlich. Ui. Triton. Zwei Fregatten. Das wird jetzt interessant. Das schaue ich mal an. Die Diskrete, die macht krass Schaden. Hm, gleich mal die Hälfte weg. Triton. Ja, geh doch auf die andere Fregatte. Jetzt bin ich gespannt, wie ich die abzieht. Oh. Oh gut, die geht zum Glück auf unsere Konsolante. So, indiskret. Oh, das könnte reichen. Das könnte reichen. Die Triton ist schneller. Die Triton ist schneller. Und versenkt das Ding. Yes. Holla, das war knapp. Das war krass knapp. Hätte die zweite Fregatte auch auf die Indiskret geschossen. Die, also das Ding wäre weg gewesen. Die hätte die sang- und klanglos versenkt. Ja, jetzt kommen wenigstens mal ein bisschen hier Spannung rein ins Let's Play. Bei den Seemissionen. Achso, Brick und schon. Ich dachte schon wieder zwei Fregatten, aber nee. Jetzt schauen wir uns jetzt nicht an. Das brauchen wir uns nicht anschauen. So, Lagos. Triton, würde ich sagen. Auf geht's. Ah, da hinten. Le Havre. Gute. Können wir bloß Route sichern und so weiter. Nee. Wir haben keine weiteren Missionen mehr, das ist schön. Hier haben wir doch auch unsere Bank. Ja, da hinten ist unsere Bank. Wieder 8200. Erhalten. So, jetzt aber. Jetzt geht's los. Seit wann sind wir denn dran? Jetzt wartet mal. Seit ungefähr eine Viertelstunde. Dann können wir jetzt aber mal noch das das Kriegsgefangenenschiff hier hinten machen. Das machen wir jetzt noch. So, geht mal weg hier alle, damit ich zu meinem Schiff kann. Vorher muss ich aber noch ein bisschen was kaufen. Ein bisschen Mörsermunition und so weiter, ne? Verstehst du? Weil hab ich voll verbraucht. So, kaufen. Morrigan-Verbesserungen. Nee, nicht Morrigan-Verbesserungen. Alter. Brain AFK trifft's mal voll. Also, schwere Kugeln füllen wir auf. Und die Mörsergeschosse füllen wir ebenfalls auf. Hatten wir gerade bei Schiff reparieren können wir. Und hatten wir gerade bei Morrigan-Verbesserungen noch was da? Nee, das hat bloß so ausgeschaut. Ja komm, Stauraum für besseres Öl machen wir jetzt einfach. Für brennendes Öl. Besseres Öl. So. Das wär's dann damit. Und wir können rüber. Lass... Hey, nicht schubsen. So, wir drehen einmal um. Und... Ja, komm bitte, dürfte ich... Fix, lenk weg da! Schwingt der auf einmal rüber, ich dachte ich spinn. Du hast nur deinen Führerschein gemacht. Da waren doch gerade noch zwei Schiffe. Die sind jetzt gerade vor unseren Augen despawned. Da waren aber gerade noch zwei Schiffe, ne?
Uiui, kommt er durch oder komme ich durch? Ja, ich will die Kriegsgefangenen befreien. Ich weiß, ich habe gerade vorhin die Kurve nicht mehr gekriegt. Darum musste ich da jetzt innen rumfahren. So. Jetzt ungefähr dürften wir in Reichweite sein. Für die zweite mehr. Na, die hat's aber versenkt. Ach nee! Oh, die hat's nicht versenkt. Die hat's ja mal überhaupt nicht versenkt. Schön stehen bleiben drin, ja, finde ich gut. So. Dann kommt mal her. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, dass ich 100 Kriegsgefangene schaffe ich schon, weil ich mal, ich habe schon Schiff einmal getroffen. So, das ist weg. Oh, Deckung. Nicht, dass der uns noch verheerend trifft. Hier. Nee, das ist das falsche Schiff. Das ist das richtige. So, den hätten wir. Wo ist denn der Mörser? Da ist der Mörser. So, lala, dann komm mal her. Mein Friend. So, dich versenken wir jetzt erstmal kurz. Und dich. Nee, fahren wir nicht rein. Damit, da verschwenden wir jetzt. Keine Meter. So, einmal umdrehen. Du sollst umdrehen. Verdammte Scheiße, da sind noch Typen, die wir mitnehmen wollen. So. Da hinten kommen schon wieder Assis. Noch sind sie nicht da. Und daher. Na. Einmal darüber. So. Entern wir jetzt erstmal das Schiff hier. Okay, Leute. Den Captain töten. Zack, weg. Na, hallo? Hey, was ist jetzt los? Könnt ihr mal bitte. Zack, weg. So. Tschüss. Na, achso, das ist meiner. Okay, naja, 2 von 10 ist jetzt nicht so geil, aber wir haben auf jeden Fall schon mal den Captain getötet. Das ist die Hauptsache. Na komm, du sollst ihn töten. Na komm. Alter, geht's aber los. Mich würde interessieren, ob unsere Crew das schaffen würde. Hier zu killen, wenn man nur sie kämpfen lässt. Das würde mich echt interessieren, weil zahlentechnisch sind wir ziemlich überlegen, würde ich sagen, oder? Also von der Anzahl her. Nicht vom wer kann am besten zahlen. Am besten zahlen können die. So. Na, geh weg da. Alter, du sollst ihn töten. So, jetzt aber. Das wär's mit denen. Wir befreien die Gefangenen. Und werden belohnt. 9 Besatzungsmitglieder, 90 Gefangene befreit. Sie haben 1350 Pfund und 9 Besatzungsmitglieder erhalten. Wir fahren fort. So, irgendwo da hinten kommt jetzt gleich. Ah, da ist es. Und da können wir jetzt gleich zuschauen. Und tschüss. Ja, das ist dann schon ein bisschen scheiße, wenn man dann versenkt wird. So, dann rammen wir das Schiff jetzt noch einmal kurz. Dann ist es nämlich komplett weg vom Fenster. Und dann beenden wir die Folge hier. Mitten im Meer. So, einmal stürmen bitte. Und zack. Weg damit. So. Uiuiui, wir sind jetzt gerade gegen den Felsen gefahren. So, und mit diesem Bild hier auf unsere schönen Segel verabschiede ich mich von euch für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Assassin's Creed Rogue. Bis dann. Tschüss.